Die wilden Hühner war für viele ein absolutes Muss in den 2000er Jahren. Die Geschichten rund um Sprotte, Frieda, Trude und Co. begeisterte hierzulande in drei Filmen ein riesiges Publikum. Während sich der Großteil des Casts nicht veränderte, musste man sich nach dem zweiten Teil von einer Darstellerin verabschieden. Paula Riemann alias Melanie wurde für den letzten Film Die wilden Hühner und das Leben durch Sonja Gerhardt ersetzt. Aber wieso? Das verriet Zsa Incibürgle 2009 im Interview mit Morgenpost. Sie hatte Schwierigkeiten, weil sie an ihrer Schule nicht so leicht beurlaubt werden konnte, so die Trude-Darstellerin. Zum damaligen Zeitpunkt waren die Mädels selber noch Teenies. Demnach standen sie nicht nur vor der Kamera, sondern gingen auch noch zur Schule. Dass mit Sonja Gerhardt anstelle von Paula Riemann eine neue Darstellerin auf die Mädels wartete, war überhaupt kein Problem. Wir verstanden uns sofort gut mit ihr und sie hat sich auch gut im Team eingelebt, stellte Zsa klar.